Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 26.07.2023. Und es gab einiges an Nachrichten jetzt nachbörslich am Dienstag, weshalb es durchaus denkbar wäre, dass unser DAX zum Mittwoch mal einen Ausbruch probiert. Wir haben die Tage immer mal wieder über die Möglichkeit des steigenden Dreiecks hier oben gesprochen. Ich denke, man sieht das selbst auf Tagesebene. Wir liegen da sehr, sehr, sehr gut dran und könnten eigentlich mal einen Versuch machen. Gelingt das? Wäre eine 3,40, das ist dann das Gap zu hier, easy erreichbar. Die Bollinger-Bänder sehen wir schon nach oben gerichtet am Aufdrehen. Das heißt, der DAX hätte es sogar relativ leicht, oben raus Strecke zu machen, wenn er denn auch rausgeht. Wenn er denn auch wirklich mal rausgeht, denn raus ist er noch nicht. Ja, also nur weil jetzt hier Tagesschluss 2,31 steht, das reicht noch nicht. Ja, muss da jetzt auch raus und bleiben. Also eine 2,31 an sich, das reicht, ja. Das ist drüber, aber muss das jetzt auch halten zum Mittwoch. Sollte der uns jetzt hier nämlich im Muster einfach noch wieder abkippen, dann wäre erstmal die Seitwärtsbewegung noch aktiv, das Muster auch aktiv. Und solange dann auch noch kein tieferes Tief kommt, kann der hier noch x-beliebig oft und lang, also würde der noch 2 Wochen hinkriegen, sich hier zur Seite zu verrennen. Und deswegen ist es besonders wichtig, der muss hier auch jetzt wirklich raus, der muss die letzten Hochs rausnehmen. Um es ganz genau zu nehmen, war es 2,39, das andere war bei 2,36. Ja, also da muss er drüber, letzten Hoch rausnehmen und dann geht es hier oben Richtung Kante bei 3,30. Guck mal, jetzt ist sie schon bei 3,30, liegt damit mit dem Gap Plus bei 3,40 gut aufeinander. Dann haben wir das letzte Hoch bei 4,27 und höheres ist definitiv machbar, wenn unser DAX dann aus diesem Seitwärtsbewegungsverhalten rauskommt. Tut er das nicht, bricht sich vielleicht sogar nach unten um, klappt auch unter eine 1,50, unter eine 1,20, unter eine 1,30 drunter, würde das hier ein Auflösen des Musters nach unten bedingen. Das würde uns wieder zur 16,50, haha, kennen wir alle, wieder bringen. Und dann auch 59 bis runter, gut und gerne zur 800. Aber auch dafür muss er unten raus. Es wird jetzt nicht reichen, zum Mittwoch einfach bloß hier sich zurückzuziehen, hier drinnen einfach zur Seite zu schieben. Das ist auch kein Bruch nach unten, genauso wenig wie das jetzt hier ein Bruch nach oben ist. Ne? Er muss halt auch wirklich hier rausdrücken. Und ich sag mal, wenn er hier oberhalb von 2,30 am Mittwoch irgendwie einen Rücklauf bringt, der sich dann wieder nach oben aufdreht, oberhalb von 2,30, dann wären das eigentlich Long-Chancen. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Oberhalb von 2,30 hat er auf Long-Seite Vorteil, wenn er Rückläufe schön wieder aufgedreht bekommt. Ich würde das nicht pauschal einfach nur reinrumsen wollen, sondern wirklich auch auf ein paar Pattern oder Muster einfach noch mit warten. Ja, Punkt. Eigentlich ist es das. Ja, also wir sind noch nicht draußen. Es sieht sehr gut danach aus, aber es zählt halt auch wirklich erst, wenn er draußen ist. Es sieht immer gut aus, wenn er oben steht. Hier sah es auch gut aus, da sah es auch gut aus, da sah es auch gut aus, da sah es auch gut aus. Ist trotzdem wieder runtergedreht. Deswegen zählt wirklich erst, wenn er raus ist. Ja, nicht, das reicht nicht, dass es hier so ranschmiegt, ja, und drückt uns nach unten. Müsste halt auch wirklich die Tiefs rausnehmen. Ansonsten geht es ja erstmal weiter zur Seite. Ja, Punkt. So kann man es belassen. Reicht, denke ich, ist ausreichend. Ja. Machen wir so. Also, bis morgen. Tschüss.